Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir sind live dabei bei einer Partie in der Ligue 1 Uber Eats. Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille. Tja, Wolf, das ist interessant, Team. Aubameyang, Riesenchance. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Geoffrey Kondogbia mit dem Ball. Geoffrey Kondogbia. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Rückstand für PSG. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie kämpfen können. Vitinha. Da ist Mbappé. Fabian. Zurück zu Mbappé. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Aubameyang. Jetzt ist der Platz da. Das gibt's doch nicht. Gehalten. Jordan Veretout. Jordan Veretout. Aubameyang. Gut reingespielt. Ball wird geblockt. So, Ecke für Marseille. Gute Chance, diese knappe Führung auszubauen. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Frühe Stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ball gewinnen. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, ist es das? Weiter gefährlich. Er macht das Tor und damit erhöhen sie ihre Führung auf 2 Tore. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Mbappé. PSG in der Offensive. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Nun Aubameyang. Veretout. Flanke kommt nach innen. Ah, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. In der Kabine, da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Gut den Körper eingesetzt. Achraf Hakimi. Am Ball Mbappé. Da ist die Chance. Die Chance lebt noch. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Dembélé. Da muss er aufpassen. Es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Während der Pausenpfiff, das war sie also, die erste Hälfte im Parc des Princes. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet, aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. So, jetzt ist Kampfgeist gefragt bei PSG. Klarer Rückstand, ist noch nicht ihr Spiel, aber Hoffnung ist da, spürt man. Die wollen das hier noch drehen. Weiter geht's.
in den freien Raum. Schön, spielt den Pass. Fabian. Jetzt Ousmane Dembélé. Da ist die Chance. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke durch Dembélé. Ah, klasse geklärt. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ein unfassbares Tor. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Nuno Mendes. Mbappé. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Fabian. Klasse reingespielt. Gutes Tackling hier. Können Sie verkürzen? Parade kommt aber weiter Gefahr. Sie kommen da hinten einfach nicht raus. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Und jetzt ist diese Szene beendet. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Hier eine Pass zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts. Fabian. Fabian. Da ist der Schuss. Stark gemacht. Dembélé schlägt den Ball herein. Schöner Befreiungsschlag. Geht vorbei. Da hat er durchaus Optionen. Hakimi. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Saint-Emery. Und hier ist der Torwart sicher. Er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Ecke kommt in die Mitte. Guter Befreiungsschlag hier. Und jetzt bekommen sie die Chance. Wahnsinn, er hält ihn. Jetzt der Eckball. Gefahr bereinigt. Das ist Marco Asensio. Fabian. Gehalten. Wechsel bei PSG. Er geht in den Strafraum. Gute Parade. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Befreiungsschlag. Da ist der Schlusspfiff. Paris Saint-Germain hat dieses Spiel verloren. Tja, herbe Niederlage. Das hatten sie ganz anders vorgestellt. Entscheidend werden die Schlüsse sein, die sie aus diesem Resultat ziehen.
ganz starke Leistung in diesem Spiel. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.